Getränkeladen hat schon bessere Zeiten gesehen. Es ist seit dem Tod des Besitzers, eines gewissen Professor Worth, verlassen. Wenn ich daran denke, dass der mal Studenten hatte. Sachsenkrieger, Alistas römischer Würdenträger. Die Legende könnte verschiedene Ursprünge haben. Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. Das passt aber. In diesem Laden gab es bis jetzt so wenige Wahrheiten. Warum sollte es hier welche geben? Der einzige sachliche Beleg für die Artus-Sage wurde zerstört, bevor das hier alles gebaut wurde. Sei nicht so streng mit Professor Worth. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungsraum geschlossen.
Ah, das muss das Büro des Professors sein. Das ist genauso schäbig wie sein Ruf. Das musst du gerade sagen. Der Professor schreibt hier, dass König Arthurs Grab, über dem das Museum errichtet wurde, eine Fälschung ist. Ach was. Wenigstens weiß er, dass ein Museum nur für Touristen ist. Aber Professor Worth war sicher, dass der Sarkophag hier von Arthurs Zeitgenossen platziert wurde, um Diebe von der tatsächlichen Grabstätte abzulenken. Die es nicht gibt. Da ist der Professor aber anderer Meinung.
Was ist los? Hallo, Freunde. Hey, Lara. Was ist? Haben Sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Alles da? Okay. Alles okay. Ich bin sowas nur nicht gewöhnt. Lasst uns verschwinden.